Hallo, mein Name ist Ingolf Ernst von Deutsche See. Ich wollte heute mal zeigen, dass Forelle grillen eigentlich gar kein Hexenwerk ist. Und dazu habe ich mir große Unterstützung mitgenommen. Hier unten? Den Lippi, da ist er. Hast du schon mal gemacht? Ja. Also am besten nimmst du eine Forelle hier, eine schöne frische. Einfach mal ein bisschen einschneiden, die Forelle. Man macht dazu drei Schnitte entlang des dicken Fleisches. Einfacher Hintergrund, dass der Geschmack, weil wir die marinieren werden, besser ins Fleisch dringt. Und dass die Hitze gleichmäßiger verteilt wird. Marinieren. Guck mal, lecker, lecker, lecker. Kannst du mir ein bisschen unterstützen? Ein bisschen Thymian, Rosmarin. Ja. So, einfach ein bisschen auf den Teller verteilen. Ein bisschen Knoblauch. Ja, so, Lippi. Zack. Das war's. Nee, das war's mir nicht. Moment. Auch immer lecker Olivenöl. Fisch, Olivenöl, super. Wichtig, abdecken mit Folie, so hat auch das Aroma von den Kräutern, dem Knoblauch natürlich Chance, eher in den Fisch einzudringen, als Richtung Kühlschrank zu wandern. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Also am besten, wie gesagt, 3 bis 4 Stunden vorher marinieren. Mir ist vorhin aufgefallen, dass du da noch kein Salz drauf gemacht hast. Normal? Das ist sehr begründet. Am besten erst salzen, kurz vorm Grillen, weil Salz hat die Eigenschaft, entzieht Wasser. Das wollen wir natürlich nicht. Das leckere Marinadenwerk von der Nacht zuvor. Packen wir mit rein. Super. Wichtig ist natürlich beim Grillen, Fisch sollte immer gekühlt sein. Achso, vielleicht als kleinen Tipp, den Grill niemals voll bestücken mit Kohle, sondern lieber wie so eine Grillzone einrichten. Gerade beim Fisch ist es halt wichtig, dass die Hitze nicht zu heiß ist. Das heißt, ich bestücke bloß die Hälfte vom Grill. Vorne lasse ich frei, habe ich immer so eine Art Garzone, wo ich sagen kann, ups, jetzt wird es zu heiß, kann ich den Fisch nochmal beiseite ziehen. Fisch neigt immer so ein bisschen dazu, am Grillrost zu hängen. Da empfehle ich Folgendes. So ein Papiertuch, mal ein bisschen mit Öl über den Grillrost reiben. Ich gehe mal davon aus, dass du ein schönes Grillmuster haben willst. Fein, als hättest du es gelernt, Herr Lippmann. Guck mal, sieht doch gut aus, ne? Also wichtig auch beim Fisch, so wenig wie möglich drehen. Am besten echt nur einmal, gut bei der Forelle jetzt mit der Haut. Haut schützt, Haut hält zusammen. Egal welchen Fisch Sie grillen, am besten mit der Haut, weil die Haut gibt Stabilität. Inge, das sieht ja schon richtig lecker aus, aber woher weißt du jetzt, wann die fertig ist? Ganz easy, hinten hast du ja diese Rückenflosse. Wenn die Rückenflosse leicht sich rausziehen lässt, heißt, ne, der Fisch ist gar. Na, guck mal, so langsam. Ja, ich würde sagen, sie ist gut. Super, perfekt, ja, dann ist sie gar. Ja, würde ich auch sagen. Ja. So mit Ruck. Einmal hinstellen. So lecker kann Fisch leicht gegrillt ausschauen. Voilà. Spitze. Zum Abglänzen, ja. Oder wofür nimmst du das jetzt? Ja, für Geschmack. Also hier habe ich die Olivenöl drin, Salz, in meinem Fall jetzt bunten Pfeffer. Kann man eigentlich auch noch mal Kräuter reintun, ist aber nicht zwingend nötig, weil wir haben ja so ein Kräuterbüschel. Und damit kann man einfach mal so ein bisschen abglänzen. Gibt einfach noch mal leckeren Geschmack, noch mal zusätzliche Saftigkeit. Ich sag mal guten Appetit, Lippi. Danke. Mmh. Leute, esst mehr Fisch. Das gibt nichts Besseres. Das ist vom Feinsten. Inge? Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn.